Abweichungsanalyse aus dem Bereich des internen Rechnungswesens und dort im Bereich der Plankostenrechnung anzusiedeln. Gleichwohl werden Abweichungsanalysen natürlich in allen möglichen Disziplinen und Bereichen angewendet. Nicht zuletzt auch im Bereich von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Ja, um was geht es? Es geht darum, die Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich eingetretenen Größen, Kosten insbesondere hier zu untersuchen. Und das kleine Beispiel, was ich hier mal vorangestellt habe, ist das folgende. Es wird davon ausgegangen, geplant, dass 20 Aufträge erledigt werden, jedoch werden es am Ende 22 sein. Ferner ist hier angegeben, dass der Betrieb bei der Auftragsbearbeitung von einem geplanten Arbeitseinsatz von 30 Stunden zu einem Planpreis von 25 Euro pro Stunde ausgeht. Wie sich anschließend im Nachhinein herausstellt, werden jedoch 32 Stunden benötigt und der Preis je Arbeitsstunde liegt bei 26 Euro je Stunde. Außerdem werden pro Auftrag statt geplanter 100 Materialeinheiten zu 2 Euro tatsächlich 110 Materialeinheiten zu einem Istpreis, einem tatsächlich eingetretenen Preis von 2,50 Euro verbraucht. So, das ist der Datenkranz. Der ist natürlich hier sehr schlicht gehalten und sehr überschaubar, aber daran lässt sich eben die Verfahrensweise schon mal ganz gut erläutern. Nun stellt sich die Frage, wie denn die Gesamtabweichung, die hier zwischen dem Ist- und Planwerten entstanden ist, sich im Einzelnen analysieren lässt, zerlegen lässt. Und dort werden im Allgemeinen drei Abweichungsarten analysiert, nämlich die Preisabweichung, Delta P, dann die Verbrauchsabweichung, Delta V, habe ich das hier mal genannt, und die Beschäftigungsabweichung, Delta B. Beschäftigungsabweichung ist hier der traditionelle Begriff, der die Ausbringungsmenge, also hier in diesem Fall die 20 geplanten und die 22 tatsächlich durchgeführten Aufträge betrifft. So, die Vorgehensweise, die habe ich dann hier mal in diesem grau unterlegten Schaubild hier erläutert. Und da ist als Empfehlung, gerade um auch Vorzeichenfehler hier zu vermeiden, folgende schrittweise angezeigt. Zunächst mal die Istkosten zu Istpreisen zu ermitteln, dann die Istkosten zu Planpreisen, diese voneinander abzuziehen, dann erhalten wir Delta P, also die Preisabweichung. Im zweiten Schritt sind die Istkosten zu Planpreisen zu ermitteln und die sogenannten Sollkosten. Wenn wir gleich sehen, was das genau ist, die Abweichung ergibt dann Delta V, also die Verbrauchsabweichung. In einem dritten Schritt werden dann die Sollkosten minus der verrechneten Plankosten berechnet. Und das ergibt die Beschäftigungsabweichung. So, was im Einzelnen das genau ist oder was das aussagt, das werden wir uns hier gleich nochmal angucken. Zunächst einmal zu dem Fallbeispiel. Die Plan- und Ist-Daten, die habe ich hier nochmal tabellarisch zusammengetragen. Und ziehe das hier mal komplett auf. So, das heißt, zunächst mal waren ja die Istkosten zu Istpreisen, also das blau unterlegte hier zu ermitteln. Und da befinden wir uns dann komplett in dieser rechten Spalte, wo die Ist-Daten aufgetragen sind. Das heißt, da haben wir also nichts anderes zu machen als 32 mal 26 plus 110 mal 2,5 und das Ganze noch mit der Ausbringungsmenge von 22 Stück zu multiplizieren. Also das, was ich dann hier oben in dieser Anmerkung, in dieser Sprechblase hier nochmal verdeutlicht habe, das ergibt also hier die 24.354. Ganz entsprechend würden wir das machen mit den Planwerten, die sich also hier in dieser Spalte hier befinden. Das ist hier bei mir die letzte Zeile hier, also die Plankosten der Planbeschäftigung. Da befinden wir uns, wie gesagt, nur in dieser Spalte. Und da wird also das ganz analog gemacht, 30 mal 25, 100 mal 2 und das Ganze mal 20. Da bekommen wir 19.000 raus. Die Differenz zwischen dieser blau unterlegten Zahl hier oben und den 19.000, das wäre also hier die Gesamtabweichung von 5.354. Nun stellt sich die Frage, wie denn also diese Zahl hier genau zu analysieren ist und auf welche Teilabweichungen sich hieraus erklären lassen. Und das wird dann hier in diesen drei Abweichungsarten untersucht. Also die Abweichung zu 1, also die Preisabweichung, die Nummer 1 minus der Nummer 2,
ergibt hier 1914. Und diese 1914, die lassen sich ermitteln, indem man die Istkosten zu Planpreisen hier ermittelt. Was bedeutet das? Nun ja, die Istkosten, also das, was eingetreten ist letzten Endes, auf Basis der geplanten Preise. Das heißt, ich nehme wieder den Datenkranz hier aus der Ist-Spalte und beziehe mich allerdings hier nicht jetzt auf die Ist-Preise, also die Faktorpreise, hier 26, sondern nehme 25 und nehme auch nicht die 2,50 Euro als Ist-Preis, sondern den Planpreis von 2 Euro. Also das, was ich hier dann in diesem Bereich hier dann erläutert habe, ist hier geschehen. Dann ergeben sich diese sogenannten Ist-Kosten zu Planpreisen von 22.440. Die Differenz aus 1 und 2 ist hier 1.914. Das heißt, von der Gesamtabweichung sind bereits 1.914 auf Preisabweichung, auf höhere Faktorpreise zurückzuführen. Schritt sind jetzt noch die sogenannten Sollkosten oder Plankosten der Ist-Beschäftigung zu ermitteln, also das, was hier grün unterlegt ist. Und dort gehen wir wiederum von den Plandaten aus, also das, was hier in dieser Spalte steht. Nur beziehen wir das jetzt nicht auf die geplante Ausbringungsmenge, also auf die 20 Aufträge, sondern auf die 22 Aufträge der Ist-Beschäftigung. Also das, was hier jetzt in der Sprechblase steht, wird dort vollzogen und dann erhalten wir hier 20.900. Wir können hier die einzelnen Abweichungen dann auch durchgeführt werden. Also die Verbrauchsabweichung wäre dann die Nummer 2 minus Nummer 3. Also die Istkosten zu Planpreisen minus den Plankosten der Istbeschäftigung, also den sogenannten Sollkosten. Da ergeben sich 1.540. Das heißt, das ist also die Abweichung, nur auf Verbrauchsabweichungen zurückzuführen sind, also auf Mengeneffekte aus den Faktormengen. Die Ermittlung der Beschäftigungsabweichung, also Nummer 3 minus Nummer 4, und das ist dann also hier in unserem Fall 1.900. Das ist also die Abweichung, die sich nur klärt aus der Höhe der nachträglich erst eingetretenen erhöhten Absatzmenge, also der 22 Aufträge statt der 20 Aufträge. Ja, dann haben wir also unsere Gesamtabweichung in die Teilabweichung zerlegt. Und das habe ich dann hier oben nochmal in diesem Bereich zusammengefasst, erläutert, welche Aussage denn nun die einzelnen Abweichungen hier besagen. Und damit sei dieses kleine Einführungsbeispiel dann hiermit abgeschlossen.